Nun müssen wir unsere Loks anlegen, die wir auf dieser Anlage fahren lassen. Also müssen wir unseren, ich will mal so sagen, virtuellen Lokschuppen einrichten. Dazu müssen wir wieder in den Programmiermodus oder hier auch Editiermodus genannt. Wir gehen also mit dem Cursor oben in die Menüleiste, versetzen unsere Software in den Programmiermodus und gehen jetzt hier rüber mit unserem Cursor wieder in die linke Menüleiste auf den Button Zug. Klicken an und wir sehen nun schon hier oben neue Lok und die wollen wir anlegen. Wir klicken an. Jetzt öffnet sich hier unten ein Fenster. Wir finden hier jetzt blau unterlegt die neue Lok. Und die müssen wir jetzt eingeben. Doppelklick. Es öffnet sich ein Fenster. Das Digitalsystem stimmt. Und jetzt wollen wir erstmal ganz allgemein die neue Lok eingeben. Fangen wir mal an, es sei die BR232, die tragen wir jetzt hier ein. Also BR232. Nun wollen wir natürlich nicht mit diesem Symbol leben. Wir wollen ja das Symbol nehmen, das Foto nehmen, das einer BR232 entspricht. Dazu gehen wir hier auf den Button Suchen, öffnen Kollektion, Lokomotiven und jetzt können wir uns aussuchen aus einem ganzen Repertoire. Wir sind ja nach wie vor in Deutschland. Das ist eine Diesellok. Das wird Epoche 5 sein, unsere Diesellok. Und suchen uns jetzt hier die 232 raus. Jawohl, da haben wir sie schon. BR232 Verkehrsrot. Das ist genau jene, die wir haben. Klicken an. Jetzt erscheint hier unten das Foto dieser Lok und sagen öffnen. Also haben wir nun hier unsere BR232 dargestellt. Das wäre der erste Teil. Jetzt müssen wir natürlich dem System sagen, dem Digitalsystem, ja, welche Adresse hat denn nun diese BR232? Wir klicken hier auf den Reiter Anschluss und tragen jetzt hier die Adresse ein, die diese Lok hat, nämlich 13. Tragen 13 ein. Halt, jetzt steht da 130, die 0 weg. So. Jetzt klicken wir mal hier drauf und gucken einfach erstmal, was passiert denn hier. Da steht Antrieb. Hier müssten wir dem System sagen, wie schnell soll die Lok fahren, welche Höchstgeschwindigkeit. Wir können jetzt hier einrichten, wie soll sie beschleunigen und wie verzögern, beim Bremsen verzögern. Wir haben auch hier einen Button Automatikbetrieb. Hier sehen wir schon so eine quasi voreingestellte Bremskurve. Minimalgeschwindigkeit, Mittengeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit. Da machen wir erstmal gar nichts. Das lassen wir erstmal. Ich wollte es nur mal sagen, dass es da eine Einstellmöglichkeit gibt. Wir schließen wieder, sagen OK und fertig. Also hätten wir die erste Lok eingegeben. Genauso machen wir es mit der zweiten Lok. Der S3-6, die sehen wir schon hier. So, das haben wir hier schon gemacht. Brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Die hat die Adresse 18, haben wir eingetragen. Digitalsystem stimmt. Das machen wir nachher. Fertig. Also haben wir jetzt alle unsere Loks eingegeben und können nun einen Probebetrieb beginnen. Als Probelok wählen wir unsere S3-6. Wir setzen diese auf den Block 2, müssen das ordentlich aufgleisen natürlich. So. Und in dem Moment, wo wir jetzt diese Lok auf den Block 2 setzen, wird natürlich der virtuelle Block in unserem Stellwerk belegt, gemeldet, sehen wir auch im Bilde, nämlich dieser Block 2 ist rot oder rosa ausgeleuchtet.
Nachdem wir unsere S3-6 auf den Block 2 gestellt haben, sehen wir auf unserer Monitorfläche, auf unserem Stellwerk, der Block 2 ist auch virtuell belegt, dargestellt durch die rosa Färbung des Blockes. Das System weiß jetzt also, im Block 2 steht ein Verbraucher, aber das System weiß noch nicht, welcher Verbraucher. Das müssen wir jetzt dem System, dem Digitalsystem sagen. Wir schieben also die S3-6 aus unserem virtuellen Lokschuppen, indem wir den Cursor draufnehmen und ziehen jetzt unsere S3-6 in unseren Block hinein. So, halt, das ist missglückt, machen wir nochmal. So, jetzt steht also die S3-6 im Block 2. Somit haben wir die Virtualität in dem virtuellen Stellwerk mit der Realität in Block 2 in Übereinstimmung gebracht. Jetzt lassen wir mal diese Lok fahren. Gleich müsste die rosa Färbung aus Block 2 verschwinden. Jawohl. Wir fahren rüber. Und wir sehen wieder die rosa Färbung, also unsere Rückmeldung funktioniert. Und noch etwas sehen wir, unser System hat sofort erkannt, anhand der Weichenstellung, welche Strecke wir fahren. Also, die logische Schlussfolgerung, und das macht die Software, wenn wir im Block 2 mit der dort positionierten S3-6 losfahren und fahren laut Weichenstellung in den Block 3, dann kann nur dort die S3-6 ankommen, keine andere Lok. Und genau das wird uns hier im Block 3 gemeldet. Der ist jetzt nicht nur rosafarben, sondern in diesem Block steht nun auch die dort angekommene S3-6. Die Software verfolgt also den Fahrweg. Nun werden wir zum ersten Mal den Computer seinen Job machen lassen. Wir haben gesehen, die Blöcke werden erkannt, die Rückmeldung ist perfekt. Nun, als erste Maßnahme werden wir mal die Start-Ziel-Funktion auswählen. Dazu gehen wir mit dem Cursor hoch auf die linke Menüleiste, drücken, klicken an die Zugfahrt. Die Start-Ziel-Funktion verbirgt sich hinter dem denglischen Begriff Autotrain per Drag and Drop. Man könnte es auch deutsch bezeichnen, wir müssen aber mit dem leben, wie es ist. Wir klicken also Drag and Drop an, ziehen jetzt unseren Cursor in den Startblock, hier, und wir sehen, in dem Moment, wo ich in den Startblock den Cursor ziehe, verwandelt derselbe sich in ein A wie Autotrain mit einem Pfeil dran. Sind wir im linken Teil des Blockes, zeigt der Pfeil nach links. Gehen wir in den rechten Teil des Blockes, zeigt der Pfeil nach rechts. Also, der Pfeil gibt die Ausfahrtrichtung aus diesem Block 3 an. Wir können ja nur nach links rausfahren, gehen also in den linken Teil des Blockes. Wenn ich jetzt die linke Maustaste drücke und gedrückt halte und ziehe jetzt den Cursor bei gedrückter linker Maustaste in meinen Zielblock, zum Beispiel Block 2. Dort. Lasse los. Der Computer sucht sich jetzt einen Weg, gibt ja nur einen. Wir sehen die Fahrstraße. Die Lok ist auch schon im Zielblock matt dargestellt, angekündigt. Und sobald sie im Bremsabschnitt Verbraucher wird, werden Sie sehen, die Lok wird bremsen, bis auf Kriechgeschwindigkeit. Denken Sie an die Bremskurve. Und sobald wir im Halteabschnitt angekommen sind, also die Lok im Halteabschnitt Verbraucher wird, sagt der Computer dem Decoder in der Lok Stopp. Passt also perfekt. Wie wir gesehen haben, hatten wir mit unserer Bremsrampe einfach Glück. Die Lok ist genau so gebremst,
gehalten, wie wir es uns vorgestellt haben. Das muss nicht so sein. Wir werden nun die Bremsrampe mal bewusst verändern, damit Sie sehen, wo ändern Sie die Bremsrampe und wie sind die Auswirkungen. Dazu müssen wir, da wir ja an der Anlage wieder etwas ändern, in den Editiermodus oder Programmiermodus genannt. Wir gehen hoch mit dem Cursor in die Menüleiste, klicken an. Jetzt sind wir im Editier- oder Programmiermodus, gehen runter mit dem Cursor auf die Lok, wo wir etwas ändern wollen. Die Bremsrampe ändern wir hier in der Lok selbst. Also Eigenschaftsfeld der 18, nein, Entschuldigung, der ist 3-6. Anschluss, das stimmt alles, hatten wir so eingegeben. Jetzt gehen wir schon mal auf jenen Reiter, den wir uns vorhin schon mal angesehen haben, Antrieb. Und wir gehen mal hier auf den Automatikbetrieb. Hier können wir, hier steht es auch geschrieben, die Bremse im Automatikbetrieb verstellen. Die Bremsrampe ist jetzt hier eingestellt auf jenen Bereich, den wir gesehen haben, und wir verändern das jetzt mal. Wir ziehen unseren Cursor hier mal einfach mal hier hin. So, sagen Regelwert übernehmen und schauen mal, welche Auswirkungen das haben wird. Wir hatten eben die Bremsrampe in dem Eigenschaftsfeld der S3-6 verändert und wollen uns nun anschauen, wie sieht das nun real an der S3-6 im Block 3 aus. Also wir wählen wieder die Start-Ziel-Funktion, also Drag and Drop, gehen mit dem Cursor in unseren Startblock, Block 2, rechts rausfahrend, linke Maustaste und ziehen den Cursor wieder in unseren Zielblock, Block 3. Fahrstraße wird durchgeschalten, die Lok setzt sich in Bewegung. Wir schauen nun, was die Lok tun wird im Block 3. Wir haben die Bremsrampe erheblich steiler gestellt. Sie wird also schneller bremsen. Sie bleibt schon stehen. Sie fährt also nicht mal bis zum entsprechenden Halteabschnitt. Das wäre der eindeutige Beweis dafür, unsere Bremsrampe ist zu steil gestellt. Jetzt werden wir mal die Bremsrampe flacher stellen. Vielleicht erreichen wir es so flach, dass die Lok gegen den Prellbock fahren wird. Schauen wir mal. Dazu müssen wir wieder mit dem Cursor in den Editiermodus, hier, gehen dann in das Eigenschaftsfeld der Lok, Doppelklick, Antrieb, jawohl, und nehmen unsere Bremsrampe aufs Minimum, so, werden vielleicht gleich noch etwas ändern. Und zwar, wir können hier die Verzögerung noch ändern beim Bremsen. Also schieben wir das mal in die Richtung, wir bremsen jetzt langsamer. Ich vermute mal, die Lok wird gegen den Prellbock fahren. Schauen wir uns das mal an. Wir haben die Bremsrampe jetzt entschieden flacher gestellt. Also Voraussage, die Lok wird gegen den Prellbock fahren. So, also die Bremsrampe war jetzt im Prinzip zu flach. Sie haben somit sehen können, wie wir im Eigenschaftsfeld der Lokomotive die Bremsrampe in der Lok verändern können. Als nächstes werden wir die erste programmierte Fahrt vollziehen. Also wir programmieren mal eine Pendelzugstrecke. Derart, dass wir also die S3-6 pendeln lassen zwischen
Block 2 und Block 4. Dazu müssen wir als erstes in dem gezeigten Fenster den Fahrdienstleiter, also den Kollegen aktivieren, der den Automatikbetrieb vornehmen wird. Also neuer Fahrdienstleiter. Es öffnet sich ein Fenster. Das Ganze werden wir jetzt hier kleiner machen. So, das Fenster noch ein bisschen anpassen, dass wir alles sehen. Das können wir kleiner machen. Schieben das Ganze hier unten hin. Wie programmieren wir eine Pendelfahrt? Wir gehen als erstes in den Programmiermodus. Da oben in die Menüleiste, das kennen Sie ja bereits. Gehen auf den Button Zugfahrt. Aktivieren hier oben Autotrain wie automatischer Zugbetrieb. Jetzt öffnet sich hier ein Fenster. Der Startblock wäre dieser hier. Da steht ja im Block 2 DS3-6. Wir klicken an. Und in dem Moment, wo wir den Startblock anklicken, öffnet sich jetzt hier oder wird dieses Fenster farbig. Wir müssen ja hier nach rechts rausfahren. Wir drücken also hier, aktivieren den Pfeil nach rechts. In dem Moment wird dieser Bereich hier in dem Block grün erledigt. Das wäre unser Zielblock. Klicken wir an und dort wäre unser Ziel. Jetzt wird der Zielbereich hier hinten rechts braun. Also wäre das erledigt. Start und Ziel festgelegt. Jetzt müssen wir dem Computer die Möglichkeit geben, einen Fahrweg zu suchen. Hier natürlich völlig banal. Wir aktivieren mal hier das Symbol Fernglas. Jetzt sehen Sie, der Computer hat einen Weg gefunden und im Fahrdienstleiterfenster angezeigt. Erledigt. Und wir sehen auch hier schon diese Fahrt eingetragen, Autotrain. Jetzt öffnen wir das Eigenschaftsfenster vom Autotrain. Eigenschaften. Nun werden wir das natürlich erstmal beschriften müssen und wollen, denn wenn wir mehrere Fahrten haben, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Nennen wir das mal Pendel, P wie Pendel, P von 2 nach 4, damit wir die einzelnen Fahrten unterscheiden können. Erledigt. Und nun müssen wir noch, halt da nochmal hin, wir haben das beschriftet, wir müssen nun noch die Pendelstrecke aktivieren. Dazu gehen wir hier in dieses Fenster, Fahrtyp, da steht jetzt hier noch normal, tippen da drauf und sehen hier die Pendelfahrt. Pendelfahrt aktiviert, nun werden wir hier in diesem Fenster gefragt, wie viel Mal soll denn die Lok hin und her fahren? Lassen wir 1, fährt die Lok nur einmal hin, Fahrt beendet, nehmen wir 2, fährt sie hin und zurück, Fahrt beendet. Wir wollen ja eine ständige Pendelfahrt aktivieren, dazu haben wir die 0 zu wählen. Geben wir dort die 0 ein und wir wären fertig. Nun aktivieren wir mal die Pendelfahrt. Dazu müssen wir wieder aus dem Editiermodus raus und sagen nun Pendelfahrt aktivieren von 2 nach 4. Wir tippen hier drauf, gehen auf Start. Der Computer sucht sich den programmierten Weg, nämlich Geradeausfahrt. Und nun das Ganze mit Sound begleitet, geht es los. Start war im Block 2, wir fahren in Block 4 und während gleich das gebremste Halten sehen und hören. Die Bremsen quietschen, wir sind im Haltebereich, Stopp. Ohne Verzögerung geht es gleich rückwärts, wieder zurück nach Block 2. Dort haben wir mal eine andere Bremsrampe eingestellt, damit Sie auch sehen, man kann auch in den Blöcken voneinander verschiedene Bremsrampen einstellen. Hier also jetzt mal extrem steil eingestellt. Wir fahren langsam mit Kriechgeschwindigkeit zum Halteblock, zum Haltebereich. Schluss.
und wieder retour. Und so würde das Ganze bis in die Ewigkeit funktionieren, bis wir sagen Stopp. Und das werden wir jetzt tun, sind wir im Block 4 angekommen, werde ich die Fahrt beenden, indem ich auf diese Zugfahrt klicke. Und Sie sehen hier, Zugfahrt beenden, wir sagen ja, beenden und Schluss ist. So haben wir also eine Pendelfahrt programmiert. Nachdem wir nun gesehen haben, wie die Pendelzugsteuerung zu programmieren ist, wenden wir uns nun der hier einfachstmöglichen Schattenbahnhofsteuerung zu. Mehr als zwei Lokomotiven sind hier ja nicht fahrbar, so habe ich also hier auf dem Block 1 die Ludmilla gestellt mit dem Kesselwagen da hinten dran. Dieser Kesselwagen ist, wie Sie schon gesehen haben, mit einer Widerstandsachse versehen. Und dieser Kesselwagen wird nun gleichzeitig mit dem jetzt eintretenden Fahrbetrieb den sogenannten Steuerwagen mal simulieren. Wir schauen mal, was passiert, wenn wir diesen Waggon ausgerüstet mit einer Widerstandsachse schieben. Also das wäre der Fall Steuerwagen voraus. Wie programmieren wir nun das Ganze? Und zwar, ich muss einzelne Fahrten programmieren, also zum Beispiel die Fahrt von Block 2 nach Block 3. Das fährt dann die S3-6. Danach programmiere ich die Fahrt von 1 nach 4, schreibe die fest. Dann die Fahrt von 3 nach 2 und die Fahrt von 4 nach 1. Also alles einzelne Fahrten. Und diese vier einzelnen Fahrten werde ich jetzt über Nachfolger verknüpfen. Wie sieht das aus? Ich gehe dazu hier oben wieder in den Editiermodus und rufe mal die erste Fahrt, mit der ich beginne, also mit der S3-6 von 2 nach 3, klicke ich mal das Eigenschaftsfeld an. Und jetzt sage ich dem Computer über den sogenannten Nachfolger, wenn wir von 2 nach 4 gefahren sind, dann soll die Ludmilla von 1 nach 4 fahren. Also die S3-6 von 2 nach 3 und die Ludmilla von 1 nach 4. Ist das passiert, geht das alles über die weiteren Nachfolger, dann nämlich müsste ja wieder jene, die jetzt im Block 3 angekommen ist, wieder zurückfahren nach 2. Also hier die Fahrt von 3 nach 2, Eigenschaftsfeld. Und wir sehen, dann kommt der Nachfolger wieder von 4 nach 1. So, sind wir von 4 nach 1 gefahren, wäre der Nachfolger wieder von 2 nach 3. Somit hat sich der Kreis also geschlossen. Somit würden also die beiden Loks jetzt wechselseitig in die jeweils gegenüberliegenden Blöcke fahren. Gleichzeitig habe ich noch eine kleine Aufenthaltszeit geschrieben. Wo schreiben wir die fest? Und zwar, wir gehen in den Fahrdienstleiter. Hier wäre sozusagen jetzt die aktuelle Fahrt von 4 nach 1. Wir klicken mal hier auf den Block, gehen hier in die Einstellung für die aktuelle Zugfahrt und können jetzt hier, wie Sie sehen, Aufenthaltszeiten schreiben. Das heißt also, in dem Block 4 habe ich die Aufenthaltszeit 0 geschrieben. Gut. Wir gucken hier in den Block auch die 0. Okay. Nehmen die andere Zugfahrt, also von 2 nach 3. Schauen mal nach in die Aufenthaltszeiten. Auch 0. Hier. 20 Sekunden. So, und jetzt werden wir mal das Ganze in Bewegung setzen. Wir müssen aus dem Programmiermodus raus und starten die Zugfahrt, die Schattenbahnhofsteuerung
mit der Zugfahrt von 2 nach 3, also mit der S3-6. Wir tippen hier Start an und los geht's. Sie sehen, die Fahrstraße ist durchgeschalten von 2 nach 3. Wir werden wieder gebremst halten, das kennen Sie ja schon. Entsprechend der eingestellten Bremsrampe gehen wir auf Kriechgeschwindigkeit. Sobald jetzt also die S3-6 im Halteabschnitt angekommen ist, beginnt die Aufenthaltszeit von etwa 20 Sekunden. Wir schalten um. Jetzt fährt die Ludmilla mit unserem Steuerwagen in Anführungsstrichen. Jetzt Lok voraus. Wir halten wieder bremsend, entsprechend der eingestellten Bremskurve. Wieder eine kurze Aufenthaltszeit. Jetzt wird wieder fahren die S3-6 in ihren Stammblock, den Block 2. Und wenn die S3-6 in Block 2 angekommen ist, dann schauen wir mal, was die Ludmilla machen wird mit dem nun geschobenen Kesselwagen, in Anführungsstrichen unseren Steuerwagen. Erst wenn sie gehalten hat, fährt die Ludmilla Steuerwagen bzw. Kesselwagen voraus. Das war auch eine der vielen Fragen, was passiert mit Steuerwagen voraus? Sie sehen, der Kesselwagen, der Steuerwagen, ist ja mit einer Widerstandsachse versehen, also verschiebt sich jetzt die ganze Bremsstrecke nach hinten. Das wäre die Schattenbahnsteuerung. Zum Abschluss unserer Sendung wollen wir uns noch mit der Signalsteuerung beschäftigen. Wir haben ja vorher schon gesehen, bei der Zugsteuerung, also Pendelzugsteuerung und Schattenbahnhofsteuerung, dass das Ganze ohne Signale lief. Nämlich, der Computer braucht für die Steuerung der Blöcke, der Züge, keinerlei Signale. Im Gegensatz zur Analogtechnik gibt es keine elektrische Verbindung zwischen Block und Signal. Bei den Computern gibt es auch eine Verknüpfung, aber keine elektrische, sondern nur eine logische Verknüpfung. Bedeutet, wir können, wie Sie gesehen haben, unsere Zugsteuerung per Computer erstmal ohne Signale beginnen und können später mit Signalen nachrüsten. Natürlich brauchen dann diese Signale wiederum Decoder. Und das haben wir jetzt genau getan. Wir nehmen jetzt also hier als Beispiel zweibegriffige Lichtsignale und die werden wir hier einsetzen als Ausfahrtssignale. Nun brauchen wir für dieses Lichtsignal, sagte ich ja, einen Decoder. Den normalen Weichendecoder von Rocco Fleischmann können wir nicht für die Ansteuerung dieser Lichtsignale nehmen. Warum? Unsere Weichendecoder geben nur eine Impulsspannung ab, deren Impulsbreite so groß ist, dass die Weichenzunge von der einen Endlage in die andere Endlage gebracht werden kann. Also, würden wir damit dieses Signal ansteuern, würde dieses Signal rot oder grün nur kurz aufleuchten und es wäre dunkel. Geht also nicht. Wir brauchen einen solchen Decoder, den man auch in den Dauerbetrieb umschalten kann. Und wir haben dafür genommen einen ESU-Weichendecoder. Hier können Sie gemäß Bedienungsanleitung zu demselben von Impulsbetrieb auf Dauerbetrieb umschalten. Und genau das haben wir gemacht. Das heißt jetzt also, zum Beispiel, das Signal hat hier den Ausgang 6, also Weichenadresse 6. Ich gebe jetzt hier die 6 ein, Weichenadresse, und kann, wie Sie jetzt sehen, hier dieses Lichtsignal auf Adresse 6 von Rot auf Grün und umgekehrt schalten. Somit haben wir also die Voraussetzung erfüllt, um diese Lichtsignale in unsere Computersteuerung einbinden zu können. Wir stellen das Signal jetzt wieder dorthin, an unseren Block 2 als Ausfahrtssignal. So, jetzt wäre dort die Welt in Ordnung.
werden nun das, was wir hardseitig getan haben, nun natürlich auch softwareseitig tun müssen. Wir müssen natürlich der Software sagen, wo steht ein Signal mit welcher Adresse. Nachdem wir unsere Signale hardwareseitig installiert haben, müssen wir natürlich nun das Gleiche auch softwareseitig tun. Steht jetzt die Frage, wo haben wir nun diese Signale softwareseitig zu installieren? Sie sind real den Blöcken zugeordnet, also müssen sie natürlich auch virtuell den Blöcken zugeordnet werden. Wir gehen zur Installation der Signale wiederum hier oben in die Menüleiste, Editor-Modus, gehen in das Eigenschaftsfeld zum Beispiel des Blockes 1, dort haben wir auch ein Signal stehen, öffnen das Eigenschaftsfeld und finden jetzt schon mal hier unten den Hinweis auf ein Blocksignal. Wir tippen jetzt hier das Signal an. Wir brauchen das ja nur, da es ja Ausfahrsignale sind, in dem Falle bei Block 1 und bei Block 2 auf der rechten Seite. Wir gehen hier drauf und sehen nun hier die vielen Möglichkeiten von Lichtsignalen. Wir haben hier ein zweibegriffiges, also wählen wir auch zweibegriffig. So, und nun öffnen wir nochmal das Eigenschaftsfeld. Denn wir müssen ja jetzt der Software sagen, was ist es für ein Digitalsystem und welche Adresse hat dieses Ausfahrsignal im Block 1. Fenster geöffnet. Hier haben wir wieder einzutragen, welches Digitalsystem. Es ist Rocco Fleischmann Z21 und dieses Lichtsignal, zweibegriffig für den Block 1, hat laut Weichendecoder die Adresse 5. Tragen wir hier also 5 ein und wären fertig. Das Gleiche tun wir jetzt hier mit dem Block 2. Eigenschaftsfeld, klicken aufs Ausfahrsignal, zweibegriffig stimmt, Eigenschaftsfeld, wiederum Digitalsystem Rocco Fleischmann Z21, aber das Lichtsignal zum Block 2 hat bei mir laut Weichendecoder von ESU die Adresse 6. Wir sind fertig. Wenn wir alles richtig gemacht haben und wir tippen jetzt, wir gehen erstmal hier wieder in den Fahrmodus und wir klicken jetzt hier auf das Ausfahrsignal, sehen Sie, wird es hier im Block grün, jetzt wieder rot und genauso sehen wir auch real das Signal umschalten von rot auf grün. Also haben wir die Übereinstimmung der virtuellen Darstellung mit der realen Installation hergestellt. Soweit, so gut. Jetzt werden wir das Ganze nochmal mit Signalbetrieb erproben. Wir starten wieder unsere Schattenbahnhofsteuerung. Wir beginnen wieder mit der Fahrt von Block 2 auf 3, also mit der S3-6. Start. Die Fahrstraße wird, wie wir hier sehen, durchgeschalten. Signal auf grün. Wir beginnen mit der Fahrt. S3-6. Ansonsten bleibt alles wie vorhin gezeigt. Wir halten wieder gebremst. Sobald die S3-6 bremsend angekommen ist und im Haltebereich des dritten Blockes angekommen ist, geht dort im Block 2 das Signal auf rot. Nach kurzer Zeit, jetzt ist es geschehen, Fahrstraße durchgeschalten, Signal grün, die Ludmilla fährt. Ist die Ludmilla angekommen im Block 4, im Halteabschnitt, wird das Signal im Block 1 auf rot gehen. Gleich wird es passieren. Jetzt müsste es rot sein. Es fährt wieder die S3-6. Beide Signale auf Rot sind ja Ausfahrsignale.
Und so haben wir unsere Modellbahnanlage, unsere Pilotanlage nun mit zweibegriffigen Lichtsignalen nachgerüstet. Somit wäre also unsere Pilotanlage komplett. Wir haben gezeigt, die Stellwerksfunktion, die Fahrstraßenfunktion, Start-Ziel-Möglichkeiten, gebremstes Halten, Pendelzugsteuerung, Schattenbahnhofsteuerung mit und ohne Signalbestückung. Damit haben wir Ihnen alles das am Beispiel, am konkreten Beispiel gezeigt, was wir im ersten Teil unserer Sendung Ihnen gesagt haben, vorgestellt haben, was soll eine Computersteuerung können. Und Sie sehen, es kann sie. Somit wären Sie, wenn Sie das hier nachbauen, in der Lage, nun, wenn das alles so funktioniert, dann selbsttätig all Ihr Wissen, was Sie jetzt erworben haben und auch Ihre Erfahrung erworben haben, auf Ihre Anlage übertragen zu können. Das ist das, was ich meinte, Hilfe zur Selbsthilfe.